Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch. Dun & Bradstreet. Vormals Bisnode D&B Schweiz. Roger gegen Markus an dem Montag, letzte Sendung vor der Ferien. Wir reden über die Swisscom-Panne schon wieder. Wie sicher sind unsere Systeme, muss man sich fragen. Milliardäre, die sich alles leisten können, jetzt sogar der ultimative Kick in den Weltraum. Was denken wir über das? Hitzewelle ausgerechnet in Kanada. Dann das zweite Referendum gegen das Covid-Gesetz. Ist das okay oder ist es eine Zwängerei? Und ist jetzt Corona vorbei, wie der Markus letzte Woche verkündet hat? Ja oder nein? Also, fangen wir mit der Swisscom-Panne an, Markus. Während Unwetter ist der Notruf während 9 Stunden nicht in Funktion gewesen. Ist nicht zum ersten Mal. Auch schon das Telefonsystem ist regional zusammengebrochen. Das gibt grosse Kritik aus der Politik. Es ist Handlungsbedarf da. Was müssen wir da machen, deiner Meinung nach? Swisscom sofort privatisieren. Das wäre immer das Beste. Nein, es ist ja komisch, dass jetzt alle Politiker und eben mehr Journalisten auch noch über eine Firma urteilen, wo man, ich meine, was da technologisch jetzt genau schiefgelaufen ist, wissen wir nicht. Es ist klar, es ist nicht gut, aber wenn das eine private Firma wäre, dann wäre das gar nicht so eine Sensation. Dann würde man einfach sagen, ja, die UBS hat halt versagt. Und bei der Swisscom ist das immer eine Staatsaffäre. Du bist, tut ja nicht, tut ja nicht einen Grundservice garantieren, wie Telefon oder eben Notruf. Ist etwas anderes. Ja, stell mal vor, das Mikro kann nicht mehr liefern. Ja. Und der Coop geht auch nicht. Das sind auch private Firmen. Es sind viele Firmen, sind sehr wichtig, sind systemrelevant. Und nur bei der Swisscom hat jeder Politiker, der im ganzen Leben lang noch nie irgendeine Firma geführt hat oder einen Rappen verdient hat, hat das Gefühl, er sei entitled, oder? Etwas zu sagen. Gut, also und es ist trotzdem, wieder... oder? Ja, ja. Nein, was mit Migros und Swisscom? Das ist doch völlig etwas anderes. Du hast einfach immer so vergleichbar. Wieso soll das ein Staatsbetrieb sein? Es ist ja nicht ein Staatsbetrieb. Es ist zu 51% Es ist an der Börse. Du hast vielleicht selber Aktien von dieser Firma. 49, nein, würde ich nie kaufen. Nie. Ich würde nie Aktien kaufen, wo der Staat drin ist. Ich glaube, es ist etwas viel grundsätzlicher. Weißt du, wegen dem Problem? Ich glaube, das Grundsätzliche ist, dass unsere Systeme generell einfach unsicher sind, fragil sind. Man redet von Hacking. Letzte Woche ist gerade Comparis in der Schweiz gehackt worden, in Amerika ganz grosse Ransomware, wo man annimmt, dass da von Russland aus das Ganze gemacht worden ist. Wir sind nicht vorbereitet auf die ganzen Gefahren, die wir haben. Und es gibt Warnungen, aber es passiert einfach nichts. Wir haben kein Backup, offenbar, dass das passiert. Also bin ich nicht anderer Meinung, das sehe ich genau gleich. Und ich glaube auch Google oder Facebook oder Apple sind auch sehr verletzlich. Das ist völlig klar, es geht nicht um das. Die technischen Systeme sind heute so komplex und sie sind so leicht offensichtlich angreifbar für Hacker aus Ländern, aus zweifelhaften Ländern. Da müssen wir gar nicht diskutieren, das sehe ich auch. Aber was mich stört, ist bei der Swisscom, dass jeder sich eben nachher eigentlich bemüßigt fühlt. Jeder Politiker hat dann das Gefühl, er müsse etwas sagen. Und das macht keinen Sinn. Weil letztlich eben, wenn es eine private Firma wäre, würden wir nicht darüber reden. Aber sie sind Marktleader und sie ist eben keine private Firma. Und wohl 51% ist im Staat. Jetzt kannst du hören mal auf. Eben. Dein Radio 1 ist nicht 51% im Staat. Oder? Nein, ich sage aber eben, darum haben die wichtigere und grundsätzlichere Funktion, genauso wie die SRG im Bereich Kommunikation, da komme ich aufs andere, wenn so Systeme hackbar sind, und alle Systeme sind offenbar hackbar, so DAB beispielsweise ist viel leichter hackbar als UKW, da muss man noch an einer Stelle reingehen. Beim UKW müsste man jeden einzelnen Sender hacken, und das wäre natürlich viel aufwendiger. Super. Und das heisst also, auch dort sollte man doch vielleicht Backup haben, wenn wir kein UKW mehr haben, wird vielleicht das Radio dann mal stillgelegt eines Tages. Ganz einfach durch irgendwelche Hacker irgendwo in Russland.
Genau, da bin ich völlig deiner Meinung. Ich bin einfach der Meinung, es sollte keine grossen systemrelevanten Firmen geben, wo der Staat reinredet. Das ist ja bei den Banken so, das ist überall so. Schau mal Bitcoin an. Das ist jetzt auch ein Privatsystem, ist sehr anfällig wahrscheinlich. Könnte passieren, dass das noch böse endet, vielleicht aber auch nicht. Aber das sind private Investoren. Bei der Swisscom ist es immer der Steuerzahler, der hängt. Und jetzt mal noch schnell zu der Swisscom. Ich bin ziemlich überzeugt, dass es eben schon mit dem zu tun hat, dass es ein Staatsbetrieb ist, dass sich Pannen jetzt häufen. Ich glaube nicht, dass Swisscom so schlank und effizient und beweglich ist wie eine normale private Firma. Also gut, es ist jetzt unter dem neuen Chef und Carsten Schlotter ist das noch eine andere Firma gewesen. Also die Pannen und die grossen Pannen, die häufen sich und irgendetwas muss da gehen. Reden wir über die Milliardäre im Weltraum. Als erster der Richard Branson von Virgin. Er ist ja ein Abenteurer, ist ja früher mal mit dem Ballon über den Atlantik gegangen, hat nicht so richtig funktioniert, hat sich auch sonst ins Zentrum von der Aufmerksamkeit und in Lebensgefahr gebracht. Und jetzt geht es ihm weiter um seine Marke Virgin, jetzt Virgin Galactic und seine Person. Er will noch schnell vor Jeff Bezos von Amazon in den Weltraum gehen. Und der Elon Musk, der dritte grosse Milliardär, der wartet im Hintergrund noch mit SpaceX, der will gerade zum Mond und zurück. Was ist das? Ist das verrückt, exzentrisch oder sinnvoll deiner Meinung nach, Markus? Das ist sehr sinnvoll. Ich bin begeistert. Nein, ist ernsthaft. Es ist doch schade, dass wir in Europa nicht solche Spinner oder Genies haben. Ich meine, was heisst das? Elon Musk ist ein Engländer. Ja, aber er ist jetzt wieder recht, ist ein Angelsachs. Aber weißt du, zum Beispiel der Elon Musk ist jetzt wirklich eine Gestalt, ist nur in Amerika möglich, oder? Und das ist einfach fantastisch. Er ist kein Amerikaner, er ist ein Südafrikaner. Das zeigt ja das amerikanische System, dass ein Einwanderer so eine unglaubliche Karriere macht, das gibt es bei uns auch nicht so sehr häufig. Und dass die in den Weltall gehen, und jetzt meine ich es ein bisschen wirtschaftshistorisch, ich meine, es ist immer so gewesen, bei wichtigen Neuerungen sind es immer die ganz reichen Leute, die ihr Geld einsetzen, vielleicht verdoppelt, oder eben vielleicht dann eben sehr viel gewinnen. Also zum Beispiel, wenn du das Automobil anschaust um die Jahrhundertwende. Das ist ja nur ein Erfolg geworden, weil sehr viele reiche Leute, Millionäre, sich damals ein Auto geleistet haben, zu einem Zeitpunkt, wo das noch viel, viel zu teuer ist. Oder heute haben wir zum Beispiel den Pionier Roger Schawinski, der einen Tesla gekauft hat, der sau teuer ist. Aber das ist wirklich wichtig. Nein, ich meine es ernst, das ist wirklich wichtig. Ja. Mal ist wichtig, Milliardäre sind wichtig und vor allem sind Milliardäre wichtig, dass sie mit dem Geld etwas machen und nicht irgendwie die Operation Libero unterstützen oder Caritas. Das finde ich nicht aber sinnvoll. Sie müssten etwas machen, wo technologisch ein Fortschritt wäre, was natürlich nicht ist, wenn man wieder Branson auf 50 Kilometer weit rauf geht, ein bisschen, dort oben ist ein paar Minuten, wieder runterkommt. Also eigentlich gar nicht im richtigen Weltraum ist, weil der fängt erst nach 60 Kilometern an. Der Jeff Bezos, der geht dann dort rauf. Okay. Und offenbar, wenn die grösste Yacht der Welt nicht mehr ausreicht, oder? Die hat sich jetzt der Jeff Bezos zugelegt. Wenn es auch nicht lange, dass man der reichste Mann der Welt ist, dann muss man jetzt eben in den Weltraum raufgehen. Und jetzt fragt man sich, ist das jetzt einfach der Marotte von denen, oder wenn die neue Business-Sparten aufbauen, man gehört davon $250,000 pro Hops als Passagier, noch kurz in den Weltraum reingehen. Wie empfindest du das? Ich finde, das ist irgendwie, man redet jetzt nicht nur allein davon, dass das Energieschleudern sind, und zwar extremste Energieschleudern, das finde ich einfach exzentrisch und das geht meiner Meinung nach einfach zu weit. Also erstens ist es sicher exzentrisch, aber wir wissen ja nicht, was in der ganzen Space-Forschung ist doch genial, dass nach der NASA, wo der Staat so viel Geld aufgewendet hat, eben zum Mond können fliegen und so weiter, dass jetzt Private das übernehmen. Das ja, aber ist etwas anderes, der Elon. Der Elon macht ja wirklich Zeug, die durchaus innovativ sind und auch für Technologie. Der Branson hat vielleicht einfach eine neue Geschäftsidee, das ist nicht so wahnsinnig. Aber grundsätzlich, Roger, ist doch super, wenn solche reichen Leute das auf sich nehmen und so viel Geld einsetzen, wo vielleicht etwas rauskommt. Das weiss man doch einfach nicht. Aber vielleicht sind wir mal froh, wenn wir mit dem Branson auf den Mars fliegen können, weil wir nämlich hier nicht mehr können leben können. Okay. Oder? Was ja du eigentlich erwartest. Also dann frage ich dich jetzt ganz konkret. Nein, das erwarte ich überhaupt nicht. Ich finde das völlig irre. Und auch der Elon, der sagt, er will auf dem Mars sterben. Genial. Ja. Ja, aber das ist doch geniales Marketing. Nein, das ist einfach super. Ja, Marketing ist ja grossartig, aber er macht natürlich auch Sachen, die ziemlich viel Risiko beinhaltet. Offenbar auch der Branson. Während der Jeff Bezos ist, glaube ich, ein bisschen systematischer mit seinen Leuten, die er natürlich gelernt hat bei Amazon. Aber die Frage ist, wenn du jetzt einen Sponsor finden nicht nur jetzt für Nebelspalten, sondern auch dich in den Weltraum schicken, für $250,000, würdest du das machen, Markus?
Ja, das würde mich schon interessieren. Okay. Ich würde gerne mal die Erde von außen sehen. Nein, ich finde das super. Also oder, gut, du also, gehst ja gerne wandern, du gehst ja gerne auf hohe Berge auf und gehst abschauen. Aber was ich noch wichtig finde, schau, das sind Leute, die grössenwahnsinnig sind. Da sind wir uns ja einig. Zu denen zählst alle du dich Unternehmer, jetzt auch. Ja. Alle Unternehmer, Roger Schawinski, sind ein bisschen grössenwahnsinnig. Das muss ja sein, weil du glaubst ja völlig an Unbekannte. Du glaubst ja, du überschätzt dich ja systematisch, sonst würdest du es gar nicht machen. Redest du das aus eigener Erfahrung, aus jüngster eigener Erfahrung? Nein, ich rede jetzt von Erfahrung Roger Schawinski, der das schon lange macht. Oder? Danke und wo jetzt auch nicht ausgestattet ist mit dem kleinsten, magersten Selbstbewusstsein, das es gibt in der Schweiz. Oder? Gut, also ich würde das nicht machen, einfach, ich finde das wirklich... Du bist wirklich... jetzt auch ein bisschen zu alt, wahrscheinlich hast du ein bisschen Angst, gibst du. Du, also der Branson ist auch 71 und ist, ich bin glaube immer noch so fit wie der, würde ich meinen. Und so fit wie du bin ich glaube auch. Eben auch bist eben kompetitiv, das aber ist der ich Punkt. Ich brauche das eben nicht mich so ins Zentrum zu setzen, eben mit dem Ballon um die Welt und solche Sachen einfach. Nein, das mache ich nicht. Also, das kannst du mir nicht. Ich mache Sachen, die beruflich irgendwie Sinn ergeben. Ja, das Rampenlicht steht dir nicht fern. Und noch einmal, das kann sehr sinnvoll sein, das wissen wir nicht. In 20 Jahren sagen wir vielleicht alle, hey, Gott sei Dank hat Elon Musk das probiert. Ja gut, eben, der Elon der macht etwas anderes. Der hat ja eben seine SpaceX, die tun zum Beispiel Passagiere die Weltraumstation anbringen. Er will dann um den Mond herumgehen. Die anderen, die machen einfach die Hopser, so fast wie der Kilby, einfach jetzt ein bisschen Weltraum. Aber wenn es nur dann ist, dass der Branson jetzt den Musk unter Druck setzt, weil der Musk ist so unglaublich kompetitiv und eitel und narzisstisch und so weiter, dass der eben noch mehr Geld reinsteckt und nachher hat er eine gute Entwicklung. Hey, das ist doch super. Ich glaube eher nicht, dass er sich unter Druck setzen lässt, mehr Geld reinzutun, sondern vielleicht ein bisschen schneller zu machen und zu sagen, ja, irgendwie shit happens und so. Also, reden wir über Global Warming, haben wir schon oft diskutiert, du bist ja sehr kritisch, alle Fachleute warnen. Und jetzt haben wir eine neue Situation. Ich habe das Buch jetzt gerade gelesen, wo ich dir würde sehr empfehlen, machst du natürlich nie ein Buch zu lesen, das ich dir empfehle. Das heisst «The Ministry for the Future» von Kim Stanley Robinson, ist ein Bestseller geworden. Eine Dystopie, was bei uns passiert in ein paar Jahrzehnten und beginnt mit einer extremen Hitzewelle in Indien. Die Leute sterben wie Fliegen und dann wird das ziemlich drastisch dargestellt. Aber jetzt ist es noch viel schlimmer in der Realität, nicht in Indien, sondern in Kanada. 49,5 Grad, eine Kleinstadt ist weg, Menschen sind gestorben, die Fantasie von einem Autor hat sich nie getraut, so etwas auszudenken, dass das in Kanada passiert. Was sagst du dazu? Gar nicht. Das ist der klassische Fehler, den viele Leute machen, das Wetter und Klima verwechseln. Es gibt immer extreme Wetterereignisse. Das hat es immer schon gegeben. Aber wenn es so viel gibt hintereinander, dann ist es eben Klima. Auch wenn du die Statistik anschaust, ist es eben nicht so genau. Es ist nicht so klar. Zum Beispiel die Hitzewellen von den 30er Jahren in Amerika, die sind schwer zu erklären, wenn man davon ausgeht, dass immer CO2-Gehalt in der Atmosphäre eigentlich entscheidend ist für das. Also, nein, das ist sehr umstritten. Und ich finde, ja, ist nicht gut für Kanada. Vielleicht ist es langfristig aber gut, vielleicht kann man nämlich dann den ganzen Norden von Kanada neu besiedeln, könnte ja auch ein Vorteil sein, aber grundsätzlich ist das ein Wetterereignis und nicht ein Klimaereignis. Und wenn du jetzt noch sagst, wegen dem Buch, ich lese das Buch, das du jetzt gesagt hast, ja. Dann musst du aber ein Buch lesen vom Kunin, und zwar vom, jetzt muss ich ganz schnell, vom Stephen Kunin, der ist ein Physiker, der ist Undersecretary of Science beim Obama, und der hat ein geniales Buch geschrieben zum Forschungsstand Klima. Und ich kann dir sagen, da wird dir die Augen geöffnet. Das ist einfach so. Gut, also jeder ist das Buch in der Ferien. Unsettled heisst es. Und du kannst auch schauen, dann siehst du gerade bei diesen Hitzewellen, tut er zum Beispiel Statistik zeigen. Und das ist eben nicht wahr, dass die jetzt so eindeutig zugenommen hätten. Gut, also alle Wissenschaftler, die da in diesen internationalen Organisationen sind, sind dieser Meinung. Und wenn es noch 5% gibt, die andere Meinung sind, kann man das zur Kenntnis nehmen. Aber man muss es dann auch richtig einordnen. Ja, ich sage, die Schläge kommen und immer. Ist beim Obama. Schau, ist beim Obama. Ist nicht einmal ein Trump-Mann, ist beim Obama. Der Obama ist ganz klar für erneuerbare Energien. Die Einschläge kommen immer näher, die Wetterphänomene werden immer extremer, alle Zeichen aber sind an der Wand und trotzdem der Widerstand gegen Massnahmen auch bei uns läuft weiter und wir laufen offen ins Desaster. 49,5% in Kanada, also ich will also nicht erleben müssen, dass wir mal 49,5 Grad haben in Zürich und sagen, es war ja nur das Wetter gewesen.
Ja, es ist einfach so. Würdest du jetzt akzeptieren, wenn ich jetzt einfach würde sagen, der Frühling war immer total kalt gewesen, das zeigt, Klimaerwärmung gibt es nicht. Nein. Was ich übrigens nicht bestritte, es gibt Klimaerwärmung, ist eindeutig. Man kann das schön messen. Wir glauben etwa 1,5 Grad seit 1850, das ist unbestritten. Und das tue ich auch nicht bestritten. Dass einfach mal klar ist. Wo wir Differenzen haben, Roger, ist nicht beim Fakt Klimaerwärmung. Wir sind uns nicht einig, was sind die besten Massnahmen, um das Problem zu lösen. Und da, wo wir jetzt eben im CO2-Gesetz vorgesehen haben, hätte eben nichts gebracht. Hätte viel gekostet und hätte nichts gebracht. Gut, also. Und das kann nicht der Sinn sein von unseren Massnahmen, dass wir wahnsinnig viel Geld einfach im Boden rein versenken und hoffen, dass Gott dann sagt, ja, jetzt tun wir wieder ein bisschen kühler werden. Das geht nicht. Jetzt machen wir einfach weniger und es ist eben nicht so, dass es immer muss heißer werden, weil Klimaerwärmung das ausdrückt, sondern es werden einfach immer extremere Wetterphänomene. Das ist es. Und darum kann auch, wenn es kalt ist, bei uns, aber irgendwie in der Arktis ist es dann 30 Grad warm. Das ist Klimaerwärmung, dass sich das alles verschiebt. Roger, du hast sicher John Steinbeck gelesen. Die irrsinnigen Bücher, die er in den 30er Jahren geschrieben hat. In der Dust Bowl in Oklahoma, aus dem Süden, genau, wir müssen aus dem Süden flüchten, weil es einfach praktisch nein, es war nicht im Süden, es ist eigentlich im Herz. Herz von Amerika. Mittlerer Westen, ja. Genau. Gut. Okay, also reden wir über das Covid-Gesetz. Das zweite Referendum ist Stand gekommen. Das findest du super gut. Und sagst, in 25 Tagen haben die 187'000 Unterschriften, hast du gestern in der Sonntagszeitung geschrieben. Das ist Rekord. 25 Tage, 187, das ist ja mehr als der damals bei XOA. Die haben in 32 Tagen 500'000 zusammengebracht. Mathematik ist, glaube ich, nicht deine Stärke, oder? Soll ich denken, dass du fängst? Erstens, bei der XOA bin ich also dabei gewesen. Ich weiss, das muss ich sagen. Und zweitens, die 500'000 hat man ja nie ganz nachzählen, weil XOA hat völlig zu Recht ja dort nur einen Teil eingereicht. Aber gleich, aber nur wenn du so etwas schreibst, es sei Rekord. Das Entscheidende beim Sammeln ist ja wahnsinniges Tempo, würde ich jetzt sagen. Das Tempo ist das, was zeigt, ob direktdemokratisch Power da ist. Und wer jetzt, übrigens habe ich noch geschrieben, wie dem auch sei. Ich habe nicht gesagt, das ist jetzt ganz klar. Nein, Roger, du musst ja genau lesen. Und was auch falsch verstanden hast, ich habe jetzt nicht gesagt, ja, ich finde jetzt das Referendum total gut. Ich finde, das Referendum ist ein Zeichen für etwas, was passiert in diesem Land. Und ich finde es gut, dass wir so ein Zeichen sehen. Das finde ich super. Aber Markus, ich erinnere mich an so viele Diskussionen, wo du sagst, man kann nicht das Volk kurz hintereinander über eine Sache zweimal abstimmen lassen. Das ist jetzt zweimal innerhalb von einem Jahr. Das ist ja eine Zwängerei. Ich werde nicht Ja stimmen. Aha. Ich bin der Meinung, das ist eine Zwängerei. Und ich finde, es gehört zum politischen Anstand, dass man das nicht macht. Genauso wie die FH18 Abstimmung eigentlich nicht gegangen ist, weil man hat dort 1989 gesagt, wir wollen eine Armee. Und nachher haben eigentlich die Linken, damals ich auch, natürlich das Hintertürchen, weil die Armee gleich noch abschaffen. Aber das ist ja der Punkt, ist mein Argument, das ich bringe, in dem Artikel, ist nicht, dass ich sage, ich finde jetzt das Referendum super. Ich finde es gut, dass wir das sehen, weil andere Länder sehen nicht, wie viele Leute sich ärgern über die offizielle Politik. Das ist doch der Punkt. Aber auch 187'000 Leute auf 8 Millionen, wie viel ist das? Etwa 2,5%. Das ist ja der Doktor Mathematik. Ja, ist gut, 2,5%. Also nur zum sagen, immer ein Ökonom. Historiker müssen nicht rechnen, du musst können rechnen. Gut, also, reden wir doch noch über Corona. Corona macht kurz Werbung. Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch. Also, Corona, letzte Woche hast du gesagt, in dieser Sendung, it is over, Roger. Oder Roger. Wer wie ich das Gegenteil behaupte, verbreitet Panik. Und die Frage ist jetzt eine Woche später, bleibst du noch bei deiner Aussage, wenn die Entwicklung in den letzten Wochen verfolgt, Zahlen in der Schweiz, in Spanien, in den Niederlanden, in Japan, wo die Olympischen Spiele ganz ohne Zuschauer stattfinden und so weiter. Immer noch. It's over. Nein, ich wollte einfach fragen. Nein, es ist nicht over. Das habe ich auch nicht so gesagt. Doch, das hast du gesagt. Es kommt wahrscheinlich die nächste Welle. Der Punkt ist, ob wir over sind mit den Massnahmen, die wir getroffen haben. Und die sind meiner Meinung nach nicht mehr richtig. Wir müssen damit leben.
dass das Corona bleibt. Es wird immer bleiben, Roger. Und es gibt noch Mutationen, denn es wird immer bleiben. Aber was sicher nicht kann bleiben, ist die Art von Politik, dass wir einfach unsere Länder zumachen. Aber und die sind ja gar nicht hoffen, zu. Auf Gott hoffen, dass er sagt, die tun schön die Masken anlegen, deshalb kommt es wieder gut. Das macht einfach keinen Sinn. Aber gleich, aber jetzt, wenn du sagst, it's over, das hast du letzte Woche wörtlich gesagt, das ist ja irgendwie ein Statement, auch für die Leute, die sich eben noch nicht geimpft haben. Wieso sollen sie sich impfen? Du hast dich jetzt gerade geimpft, hast auch ein bisschen Nachwirkungen und gemerkt und so. Und du hast dich richtig verhalten. Aber die Botschaft, die man gibt, wenn man sagt, it's over, ist genau die Gegenteilung. Nein, ich habe dort ja gesagt, der Grund, warum man sich glaubt, es ist over, hat ja genau mit dem Impfen zu tun. Weil wir in allen wesentlichen Ländern, natürlich nicht in der dritten Welt, nicht in den armen Ländern und so weiter, aber im Westen, wo wir leben, ist die Impfrate langsam ermutigend. Es muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Und deshalb habe ich auch übrigens eine Woche vorher gesagt, weiter impfen. Ich habe nicht gesagt, aufhören impfen. Aber der Punkt ist, die Art von Corona-Pandemie, die wir jetzt erlebt haben, die letzten Jahre, wo wir die ganze Zeit auf neue Fallzahlen aufstarren und wahnsinnig Angst haben, das ist vorbei oder das muss vorbei sein. Es wird eine neue Phase kommen. Also wir haben jetzt die letzte Sendung vor der Ferien. Wir werden uns im August wieder da finden in dieser Sendung. Was meinst du, wie wird es dann aussehen, die ganze Corona-Situation zum Beispiel in der Schweiz? Was erwartest du? Im Herbst werden die Medien wieder anfangen, Panik schüren. Ist übrigens auch sehr klickorientiert. Also was heisst Panik schüren? Was ist Panik schüren? Panik schüren heisst, dass du jeden Tag meldest, wieder die Fälle sind auf, und dann sagst du 10, von 10 Fällen auf 20 Fälle und dann sagst du 100% die Steigerung und die Leute verschrecken. Oh, du zeigst nicht, oder? Zum Beispiel Fälle jetzt sind auch wieder unter anderem aufgegangen, weil sich viel mehr Leute testen lassen. Warum? Weil jetzt die Ferien kommen. Und viele müssen sich testen lassen, damit sie überhaupt ins Ausland gehen können. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die du in den meisten Medien nicht siehst. Du siehst nicht Fälle, so und so viel Impfungen und so viel Todesfälle und so viel Hospitalisierungen. Also, und wenn du das eben siehst, dann musst du sagen, hey, es gibt keinen Grund zur Panik. Panik gibt es überhaupt nicht. Panik machen die Leute verhindern, dass sie gehen impfen, würde ich sagen. Aber meine Frage war eine andere. Was meinst du, wo stehen wir denn in der Schweiz, sagen wir mal, in einem Monat? Also erstens weiss ich es nicht. Ich glaube, im Herbst wird es wahrscheinlich wieder eine Zunahme geben von den Fällen. Und deshalb tun wir ein politisches Terrain so vorbereiten, dass man eine vernünftige Corona-Politik macht. Wo heisst, ja, impfen ist gut. Gewisse Vorsichtsmaßnahmen wie gewisses Social Distancing und so weiter ist okay. Aber als der ganze Maskengugus kann aufhören, dann nicht die Geschäfte muss aufhören. Ja, das muss aufhören. Das kann nicht sein, dass wir jetzt einfach die nächsten 500 Jahre in der Maske nochmal laufen. Das geht einfach nicht. Aber müsste man nicht eben warten, bis ein gewisser Anteil der Bevölkerung geimpft ist, um zum Beispiel im öffentlichen Verkehr die Maskenpflicht abzusetzen? Ja, da muss man halt schauen, wie viel Risiko wird man eingehen. Ich würde jetzt das Risiko eingehen. Leider kann ich nicht entscheiden, sondern kann nur da blöde Sprüche machen. Ich würde sagen, Gott sei Dank kannst du nicht entscheiden. Ich würde das Risiko eingehen. Ja, da bist du wahrscheinlich froh. Andere Leute wären sehr froh, wenn du nicht entscheiden würdest. Und du kannst ja auch nicht entscheiden. Wir haben es ja beide gut. Genau. Also, machen wir noch einen Rückblick auf die letzte Sendung. Die Sendung gibt immer viel Echo und löst das aus. Ein Hörer hat Folgendes geschrieben. Ich lese das einfach mal vor. Was ich Markus Somm aber am Montag, 5. Juli 2021, geleistet hat, geht meiner Meinung nach definitiv zu weit. Ohne auch nur abzuwarten, was Roger Schawinski sagen wollte, was ja sonst eher eine Domäne von Roger Schawinski ist, hat Markus Somm Folgendes gesagt. Deutschland ist das Land, das am schlechtesten integrieren kann seit 500 Jahren und alle 50 Jahre bringen sie ihre Einwanderer um. Ende Zitat. Ich muss sagen, dass ich mehr als geschockt war von dieser Aussage und ich mich geschämt habe, auch nur einmal gleicher Meinung gewesen zu sein wie Markus Somm. Ich bitte Roger Schawinski inständig, Markus Somm davon zu überzeugen, sich zu Beginn der nächsten Sendung für diese unglaubliche verbale Entgleisung bei allen Hörern und bei allen Deutschen in Deutschland und in der Schweiz in aller Form zu entschuldigen. Markus, was sagst du darauf? Wie heißt der Hörer, dass ich den ansprechen kann? Ja, ich habe jetzt gerade den Namen da nicht. Ich habe nur den Ausschnitt genommen. Also, aber du hast ihn ja, ich habe das ganze Mail geschickt. Erstens finde ich die Aussage, so wie sie gemacht haben, die finde ich dumm. Die nehme ich zurück. Die ist in der Hitze des Gefechtes entstanden. Ich habe eigentlich etwas anderes gemeint, etwas anderes wollen sagen. Aber ich habe das auf eine drastische Art übertrieben, die keinen Sinn macht, die auch nicht stimmt. Ich habe lange in Deutschland studiert, von dem her, ich habe kein Problem, falls ein Deutscher sich betupft fühlt, mich für das zu entschuldigen. Aber grundsätzlich bin ich ein bisschen dagegen, dass man eine Entschuldigungskultur aufbaut, aber es ist auf jeden Fall falsch gewesen. Und ich tue jetzt noch schnell erklären, wie ich es gemeint habe. Ich würde auch nicht sagen, dass Deutschland das Land ist, das am schlechtesten integriert, aber es ist eines von diesen Ländern, vielleicht Frankreich könnte man auch nennen, wo seit langer, langer Zeit sich immer schwer da hat mit Minderheiten.
Die Nazi-Zeit war natürlich die extremste Zeit gewesen. Das ist auch in dem Sinn, kann man auch sagen, das war eine Sonderzeit gewesen. Da tun wir jetzt gar nicht gross vertiefen. Aber es war eben schon vorher immer so gewesen, dass die Deutschen schaurig Mühe hatten, oder die deutschen Vorgängerstaaten, muss man auch ein bisschen unterscheiden, mit Minderheiten. Katholiken sind vertrieben worden, Protestanten sind vertrieben worden, die Wiedertäufer sind vertrieben worden. Im 19. Jahrhundert hat man die Liberalen in die Schweiz vertrieben oder auf Amerika. Man hat Polen vertrieben, man hat Franzosen nicht vertreibt im Elsass. Man hat, Katholiken habe ich schon einmal erwähnt, das ist ein Land, das sich wahnsinnig schwer tut mit Minderheiten und häufig Fehler macht. Und das wollte ich eigentlich sagen. Gut, das stimmt natürlich weitgehend nicht. Es sind sehr viele Polen nach Deutschland gekommen, aus anderen Ländern, aus Osteuropa. Und wie sind sie behandelt worden? Ja, du, Roger, was ist in den Ostgebieten passiert im deutschen Kaiserreich? Lies noch Max Weber. Ja, wie man probiert hat, Polen zu germanisieren. Dass du so etwas noch gehst, schönreden, das ist ja unglaublich. Nein, das war eine ethnische Säuberung, die die gemacht haben. So wie die Franzosen übrigens auch mit denen. Bitte. In Berlin hat es einen grossen Anteil von Polen gehabt, am Ende oder vom Ersten Weltkrieg und auch in den 20er Jahren sind die ziemlich viel übergestanden. Aber wenn man, eben, sie haben sie nicht umgebracht. Oder? Ich bin jetzt noch froh, dass du das sagst. Ja, und das stimmt nicht. Und das ist ein Fehler, das haben sie nur einmal gemacht in ihrer Geschichte. Dann aber im ganz extrem grossen Stil. Die Juden, muss man aber auch sagen, haben sie im Mittelalter auch verfolgt, wobei dort die Schweizer genauso mitgemacht haben, praktisch alle Europäer mitgemacht haben. Dort ist auch eine grosse Tradition. Gut, also eine Entschuldigung, die dann halb wieder zurückgenommen ist, immerhin ein bisschen. Ich mache nicht Entschuldigungen, weil das nicht machen nur Leute, wo es viel zu leicht fällt, weil der PR-Berater sagt, und jetzt entschuldigen, du hast zwar die ganze Firma kaputt gemacht, aber du jetzt entschuldigen und das ist wieder gut. Ich halte nichts davon. Ich habe einen Fehler gemacht, sag's auch, ich habe übertrieben. Gut. Ich würde mich bei jemandem persönlich entschuldigen, der kommt und sagt, ich heisse Fürst von Bismarck, und das stört mich, dann würde ich sagen, ja, Fürst von Bismarck, selbstverständlich ist falsch, du hast nicht so viel umgebracht, du hast einfach Polen germanisiert, das ist auch okay, aber, nicht blöd werden. Nein, ich meine ernst, ich nehme das zurück, aber ich tue mich nicht entschuldigen. Man hat es nicht einfach mit dir. Schwierig. Also, ich wünsche dir trotzdem einen schönen Sommer, gute Nerven, viel Erholung, wir sind, glaube ich, zurück am 9. August. Vor allem gute Bessere, dank deinem schönen Impfen bin ich gerade völlig jetzt kaputt. Ist es mein Impfen, genau. Allen Hörerinnen und Hörern ebenfalls einen schönen und geruhsamen Sommer, das gibt's wieder ab 9. August. Roger gegen Markus. Und jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Kennen Sie den Unterschied zwischen italienischer Glace und französisch? Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.